Hallo meine lieben Freunde, ich bin wieder in meinem Garten. Ohne Pfeife, das heißt, es ist wieder ein Zwillenvideo zugange. Aber Pfeifenvideo kommt auch bald wieder, keine Sorge. Heute geht's um was Tolles. Und zwar wieder von der Firma Simple Shot. Wie letztes Mal. Und zwar die Scout LT2. Das ist das gute Stück. Es gibt ja schon die Scout LT und die Scout und so weiter und so fort. Aber ich sag's euch gleich, die Scout LT habe ich nicht. Sprich, ich kann jetzt hier keinen Vergleich anstellen. Wenn ihr darauf gehofft habt, dann tut's mir leid. Den Vorgänger habe ich nicht. Ja, schauen wir uns doch mal die Features an. Es ist eine Zwille, in der ihr die Bänder wieder reinklemmen könnt mit diesen Schrauben hier vorne. Das zeige ich natürlich dann später noch, wie das ging. Hier sind eben diese Vertiefungen. Man sieht es auch in der Struktur für Daumen und Zeigefinger. Quasi, das ist kein Hammer Grip, kein Pinch Grip, sondern Finger Support Style. Okay? Und ihr haltet quasi hier nur dagegen und zieht dann nach hinten. Was sofort auffällt im Vergleich zu der Beanflip, die ich vor kurzem vorgestellt habe, ist dieser fette Griff. Das heißt, für jeden, dem die Beanflip zu flach war, das was bei mir jetzt für mich persönlich ein Vorteil war, das ist nach wie vor meine Liebste. Irgendwie, ich kann euch nicht wirklich erklären, warum, aber ich liebe die. Für jeden, dem diese Zwille hier ein klein bisschen zu wenig Struktur hatte, für den könnte die LT2 vielleicht was sein. Ihr werdet sehen, wie man diese Griffschalen hier tauschen kann. Die waren nämlich vorher schwarz. Ich habe mir hier neue Griffschalen drauf gemacht. Habe ich dazu gekriegt, die im Dunkeln leuchten, was ich wahrscheinlich nicht brauche, weil ich schieße nachts nicht, aber warum nicht? Und das gleiche eben hier bei diesem Clip. Das ist der schwarze, der von vornherein dran war. Und ich dachte, wenn ich die Clips schon habe, dann kann ich sie auch mal dran machen. Und deshalb habe ich jetzt hier kind of Two-Face Style. Das heißt, und dem aufmerksamen Beobachter wird aufgefallen sein, dass wir hier diese Fiber Optic Sights drauf haben. Ich versuche euch das mal näher ranzuholen. Ja, das bedeutet, hier vorne scheint Licht rein und dadurch, ja, beginnt das hier vorne quasi zu leuchten und ihr könnt die wirklich sehr deutlich und sehr schön sehen. Das sind solche Zielhilfen, die kennt man auch vom Luftgewehr oder vom Bogensport oder sowas. Die haben wir hier auch verbaut. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin immer, wenn es um sowas geht, gerade so ein nostalgisches Lausbuben Huckleberry Finn Hobby wie Steinschleuder schießen, da ganz besonders bin ich eigentlich ein totaler Purist. Ich bin ein Purist bei meinen Pfeiftabakken, ich bin ein Purist bei meinen, ja gut, nicht immer, aber bei meinen Pfeifen. Ich mag eine schlichte Pfeife in der Regel lieber wie eine Pfeife mit viel Huppifluppi. Und ich mag mein Taschenmesser schlicht und basic. Und die Zwille eigentlich vom Verstand her auch. Ja. Eine Astgabel, damit hatte ich vor Jahren schon Spaß. Und man kann damit genauso so zielsicher werden wie mit so einem Profiteil hier. Aber
Es hat natürlich schon Vorteile. Ich meine, so eine komplett symmetrische Zwille zu haben, ist natürlich auch geil. Und diese Visierung hier oben. Ihr seht, das ist auch an zwei Gabeln, sprich egal ob Rechts- oder Linkshänder, es ist total wurscht. Ihr habt diese Zielhilfen, diese Visierung drauf. Aber diese Visierung, ich sag's euch ganz ehrlich, die hilft brutal beim Zielen. Also gerade für Anfänger, es ist krass. Ihr habt hier zwei Visierpunkte drauf. Ja? Ihr zielt mal mit dem hier und wenn ihr dann feststellt, okay, das war jetzt zu weit drüben, dann könnt ihr den mal probieren und pendelt euch so ein. Ja? Und das hilft brutal. Weil Ziel über die Gabel, ja gut, schön und gut und es klappt auch häufig, aber es ist natürlich noch hilfreicher, wenn die Zielhilfe reduziert es auf einen kleinen Punkt. Damit könnt ihr noch, finde ich, noch sehr viel präziser zielen. Aber die Schießerei seht ihr eh später noch. Was gibt's noch zu sagen? Hier ist natürlich wieder ein Lanyard-Hole. Ich persönlich bin ein großer Fan von Lanyards. Warum? Ich habe es letztes Mal schon erklärt. Das Lanyard hält so ein Stück weit die Zwille auch noch mit. Also ihr braucht die gar nicht greifen, theoretisch. Die hält in der Hand. Ja? Und auch beim Nachladen ist es praktisch. Das ist zu vergleichen mit so einem taktischen Gurt am Gewehr. Ja? Wenn ihr jetzt zur Back-Abknarre greifen müsst, ja? Da, also ihr das Gewehr einfach loslasst und dann kommt die Glock, ja? So ungefähr. Und das ist hier dasselbe. Ihr könnt die Zwille, nachdem ihr geschossen habt, das Pouch greifen, loslassen. Sie hängt noch hier und dann eine neue Kugel rein und dann greift ihr und zieht die Zwille nach hinten und sie wandert wieder direkt zurück in die Hand. Kugel rein und die gleitet fast schon von selber wieder zurück in die Hand. Dafür ist das gut, diese Lanyard. Ja, wie gesagt, das Grüne, das ist jetzt von mir, da war ein Schwarzes dran. Ja, das habe ich weggemacht, weil ich Grün lieber mochte. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ja, was gibt's noch zu sagen? Was soll ich sagen? Ich meine, die machen das ja nicht aus Versehen, dass der Griff gut passt. Ja? Der ist natürlich absichtlich super ergonomisch gemacht. Ja, ihr habt hier diesen Palmswell, der die Finger supportet und ja, hier diese beiden Grooves für die Finger. Brachial. Dieses Ding, es liegt in der geschmeidig in der Hand, brutal. Ja, schießen wir mal damit. Nein, halt, vorher brauchen wir noch die Bänder. Das zeige ich euch jetzt. Ein guter Schluck Paulaner Spezi ist niemals verkehrt. So. Als Bild schauen wir uns mal an, was ihr jetzt genau kriegt. Zu Beginn fangen wir mal an. Hier sind noch zwei Sticker von Simple Shot mit dabei. Stets lustig. Dann natürlich die Schleuder an sich, wobei wir uns die gleich noch mal genauer im Detail betrachten. Zweierlei Bänder sind dabei. Hier steht auch Clay Ammo Bandset, das heißt, die ziehen sich leichter und schießen nicht so hart, weil die sind ja, weil ihr könnt es auch hier sehen, hier ist mit dem Zuschnitt, das steht hier
genau drauf, 12 mal 18 mm und hier beim normalen Bandset sind es 15 mal 22 mm und je dicker, je breiter das Band, desto stärker schießt das ganze Ding ab. Und das ist auch dünner, das ist 0,6 mm dick und das 0,7 mm dick. Ja? Also das für Clay, für die Tonkugeln, ist ein etwas leichteres Bandset. Sie sagen auch hier nochmal, wenn ihr mehr Power wollt, dann könnt ihr nur die Bänder kürzer schneiden. Und hier ist nochmal im Detail, wie ihr das Ding dann bespannt. Das machen wir dann gleich auch noch. Wie gesagt, hier die Bänder. Dann ist im Lieferumfang enthalten ein paar Tonkügelchen. Das sind jetzt aber wirklich nicht viele. Also ja, kauft euch selber Kugeln. Und nochmal genauso viele Stahlkugeln. Dann ist hier drin noch eine kleine Pappzielscheibe, die kann nichts schaden. Nochmal ein Sticker, ja, die Tüte brauchen wir dann nimmer. Ich persönlich habe jetzt hier noch, hoppala, Scheiße. Ich persönlich habe jetzt hier noch zwei Sachen noch dazu geholt, und zwar die Visierung, die ist zwar schon dabei, die ist hier schon draufgeschraubt, aber wie ihr seht, with fiber optic sights und so weiter, schöne Visierung links und rechts angeschraubt, aber schwarz in schwarz finde ich immer ein klein bisschen langweilig, deswegen habe ich mir noch welche geholt. Die leuchten im Dunkeln, ist eine schöne kleine Spielerei. Natürlich braucht man das nicht, aber und das gleiche nochmal für die Griffschalen. Genau. Die kann man dann hier und hier oben tauschen. Der Schlüssel für das Ganze hängt auch hier unten am Lanyard dran. Aber es geht natürlich auch ein normaler kleiner Imbus für das Ganze. Jetzt wisst ihr, was dabei ist. Schauen wir mal an, wie man das Zeug montiert. Fangen wir mal mit den Griffschalen an. Ihr nehmt den mitgelieferten Schlüssel und schraubt einfach hier die Griffschale ab. Da vorne ist die Schraube drauf. Auf meinem Display sieht man das gerade total schlecht. Ich hoffe, ihr könnt es besser sehen. So. Schraube raus. Griffschalen runter, und ihr könnt natürlich auch die Griffschalen weglassen. Wenn ihr das jetzt aus irgendwelchen Gründen so flach wie möglich haben wollt, ja, dann könnt ihr auch so schießen. Das ist kein Problem, ja? Weil dann ist auch hier ein schönes Loch für einen kleinen Finger, und das kann man auch wunderschön greifen so. Aber zur Anatomie von der Zwille kommen wir später eh noch. So ist es auch sehr, sehr bequem. Ich persönlich mag diesen Palm Swell. Ich mag diesen starken Griff gerne. Deswegen werde ich das montieren. Es ist auch völlig wurscht, wie rum ihr das montiert. Es ist vollkommen egal. Einfach reinlegen. Und von der Seite reinlegen, Schraube reinstecken, festschrauben. Ich glaube, da sollte keiner von euch auf Probleme stoßen. Und das Ganze auch nur handwarm anziehen, übertreibt es nicht, aber so, dass es halt gut hält. Ja, und schon habt ihr die Glow-in-the-Dark Griffschalen montiert. Das gleiche mache ich jetzt noch mit der Visierung. Warte mal, welche brauche ich denn? Ich brauche eigentlich nur die da. Ich finde das gar ganz cool, wenn das so ein klein bisschen
zusammengebaut ausschaut. Das finde ich irgendwie ganz cool. Vielleicht tausche ich auch nur diese Visierung, also nur die eine. Auch wieder hier einfach nur losgeschraubt. Hoppala. So, und raus damit. Und, na, das war jetzt genau die falsche. Und hier oben wieder reingesetzt. Halt, falsch rum. Jetzt hat es so rum. Zack. Sitzt das schon drin. Und festschrauben. Wenn ich schon dabei bin, die Dinger jetzt festzuschrauben, dann kann ich natürlich auch sofort das Band reintun. Und das machen wir jetzt auch. Ich werde jetzt mal das Stahlband montieren, also für die Stahlkugeln. Ich persönlich unterscheide da eh nicht so großartig. So, machen wir die Tüte auf. Oh ja, das ist ein kräftiges Band. So, und jetzt ist es wichtig. Es gibt eine raue Seite vom Pouch. Und eine glatte. Ihr legt die Kugel immer in die raue Seite. Das heißt, nicht so rum und hier die Kugel rein, sondern in die raue Seite. Jetzt müsst ihr schauen, wie verlaufen die Bänder und wie wollt ihr überhaupt montieren. Ihr könnt nämlich natürlich auch through the fork montieren. Das ist aber hier jetzt nicht so geil, weil ihr dann natürlich in den Weg kommt von dieser Visierung. Ja? Das heißt, das ist jetzt eher schon ein Over-the-Top-Shooter. Ja? Das heißt, ihr müsst immer genau schauen, wie das verläuft, das Band. Dieser Überstand hier vom Band, der ist immer nicht innen, sondern außen. Das heißt, ihr nehmt den so und geht dann nach oben und dreht ein bisschen und dann seht ihr genau, wie ihr das Band montieren müsst. Und jetzt macht ihr Folgendes. Warte mal, ich habe den drüberen Grad auf. Schraubt das Ding nicht ganz zu. Setzt das Band, hoppla, da sind wir, schiebt das Band hier oben rein. Und zwar so tief, bis es, vielleicht könnt ihr das hier auch gut sehen, ich zeige es euch mal richtig nah, bis das Band hier auf diesem runden, also auf der Schraube drauf sitzt, sozusagen. Dann drückt ihr das wieder rein. Und schraubt einfach wieder zu. Ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, die Through the Fork zu montieren. Das heißt, die Bänder gehen, das ist die Zwille so, und die Bänder gehen an der, in die Seite rein. Und hier, das ist noch das von oben, das von vorhin, over the top. Aber ich mache es jetzt doch through the fork. Da könnt ihr genau das gleiche machen, nur einfach statt die hier oben reinzuschrauben, schraubt ihr sie in die Seite rein. Das ist genau dasselbe. Thank you.
Ihr habt's gesehen, ich bin alles andere wie irgendein Profi, aber auf 10 Meter trifft man wirklich auch als Anfänger mit diesem Teil echt gut. Also ich finde, das kann sich dafür, dass man es seit ein paar Wochen schießt, wirklich sehen lassen. Liegt natürlich jetzt nicht nur an der Zwille, sondern es liegt natürlich auch daran, dass ich einfach ein flawless Schütze bin. Nicht. Ja. Natürlich ist es jetzt nicht rein der Zwille geschuldet, sondern ich übe ja auch viel und so weiter und so fort. Derjenige ist talentierter und der nicht. Nicht, dass ich super talentiert wäre, aber die Zwille hilft halt auch. Ja, die hilft da schon dabei, weil wenn eine Zwille gut in der Hand liegt und eine schöne Visierung drauf hat, das hilft halt schon. Ja? Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr die Kohle in die Hand nehmen wollt und euch eine Astgabel nicht reicht, und es gibt solche Zwillenschützen, die schießen seit Jahren nur mit absolut natural Forks. Das gibt's, aber wenn ihr das Geld in die Hand nehmen wollt, ein bisschen was über 40 Euro, glaube ich, kostet sie. Wenn ihr an dem Hobby Zwille schießen interessiert seid und sie euch jetzt juckt und euch gefällt, ja, und ihr da einfach Bock drauf habt, habt keinen Zweifel daran, ihr werdet diesen Kauf nicht bereuen. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich kriege dafür nichts gezahlt. Es ist meine Meinung. Die ist toll. Die liegt richtig schön in der Hand. Für mich wäre es jetzt kein EDC, ja, weil sie mir dafür schon ein klein bisschen zu groß ist. EDC wäre dann mehr sowas hier. Ja? Eher noch. Und auch da geht es natürlich kleiner, klar. Aber wenn sie euch irgendwie juckt, wenn ihr irgendwie sympathisiert und denkt, vielleicht ist das was für mich, ja, seid so mutig. Holt sie euch. Es ist jetzt auch kein Vermögen. Ja? Es ist nicht hinterhergeschmissen, aber es ist auch kein Vermögen. Und die hält ja dann auch viele Jahre. Ja? Wenn sie euch irgendwie taugt, kann ich euch nur ermutigen, kauft sie euch. Ihr werdet nicht sagen, die ist ja eigentlich voll scheiße und was hat er denn da erzählt und so weiter. Und was ihr auch machen könnt, wenn euch doch der Palmswell hier zu dick sein sollte, dann schraubt ihn halt ab und dann sieht es halt ein bisschen so aus wie die hier, nur ein klein bisschen stärker, natürlich von der Dicke her. Aber auch das ist möglich. Ja. Ich will nicht wie ein Fanboy klingen, aber Simple Shots Zwillen, ich habe jetzt 3 davon und jede davon ist echt gut. Also, weißt, wenn eine Firma jetzt wirklich, wirklich geilen Scheiß rausbringt, dann darf man das auch sagen. Ja? Das ist einfach cool. Ja? Aber gut, was rede ich? Probiert es selber aus. Kauft sie euch. Macht's einfach. Es wird. Werdet es nicht bereuen.